Wenigstens sind diese Echsen weg. Delta, die Separatisten können jeden Moment hier sein. Ich glaube, ich kann es sehen. Ein Schlachtschiff der Handelsföderation. Nicht mal du siehst bis in den Hyperraum 7. Nein, es liegt am Rand des Systems. Schau! Oh, verdammt. Das wird eine Herausforderung. Ich öffne den Zugang zu den Wartungstunneln. Ach du Scheiße, ja, das ist ein Schlachtschiff. In der Nähe des Korbantes-Systems. Dies ist ein Notfall. Lassen Sie den Bereich durch den Wartungstunnel. Okay. An alle republikanischen Schiffe nahe des Korbantes-Systems sofort melden. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Hier ist Captain Talbot von der RAS Arrestor. Mit wem spreche ich? Ich bin Berater 01-425 des Delta-Geschwaders. Separatisten wollen unser Schiff kapern. Verstanden. Hilfe ist unterwegs. Ich schicke unsere Koordinaten. Los, los! Ich würde ja gerne mein Team heilen wollen. Sieht so ganz leicht angeditscht aus. Beseitigen Sie die Trümmer, Delta. Roger, platziere Einsatz. Die Droidenträger können jeden Moment landen. Positionieren Sie sich hier, Delta. Uns freie Sicht verschaffen. Sie könnten überall landen, also legen wir überall Fallen. Position ändern, Delta. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Konzentriere mich auf Ziel. Haben Sie eine Platzieren Sie eine Falle, Soldat. Ausgezeichnete Wahl, Sir. Wir brechen auf. Platzieren Sie eine Falle, Soldat. Hier ist einer. Sprengsatz bereit. Das wird gut. Platzieren Sie hier einen Sequenzer. Platziere Sprengsatz. Falle ist scharf. Locken wir sie an. Bringen wir hier eine Falle an. Platziere jetzt Sprengsatz. Muss nachladen. Träger gelandet. Droiden marschieren auf. Fertig, Team. Was? Verdammt, da ist noch einer. Er sichert nach hinten ab. Verteidigen. Anger. Platzieren Sie hier einen Sequenzer. Der perfekte Platz. Und dann kommt noch eins. In Schach. 3-8, ich habe im Kraftfeld des Hangars eine Schwachstelle entdeckt. Der Regler auf der linken Seite des Hangars kontrolliert den Energiefluss. Wenn Sie ihn sprengen, können Sie den Hangar hermetisch abriegeln. Gut, dann machen wir das mal ganz schnell. Dann kommen, glaube ich, keine Ruinen mehr durch. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Deckung, Deltas. Registriere Geräusch. Das hört sich nach Superkampfdroiden an. Gar nicht gut. Registriere Geräusch. Ja, Superkampfdroiden. Scheiße. Signatur behauptet. Zurück, Deltas. Nein. Aber schon ist den Regler und dann abschalten. Ja, mach ich das mal schnell. Können meine Kameraden auf die Droiden ballern. In Deckung. Energiefeld, ernsthaft im Eimer, Sir. Der Hangar ist abgeriegelt. Versuchen wir es beim nächsten. So, erstmal, wenn es geht. Und einsammeln. Deckung, Deltas. Los, an das Geschütz. Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. Warum hören die Jungs nicht einfach auf? Versuch's mal mit Zielen statt mit Reden. Der Tag ist bereit. Oh nein! Oh
auf 6 Uhr, Boss. Ah, Gott, ey, es kommt ja bei... Ja, richtig nervig. Deckung, Delta. Gegen die Maxen, positiv. Roger, bin unterwegs. Hey. Delta. Ach, hier. Na, kommen gleich wieder Droiden. Dann wir zu Hangar C und... Nummer 7 geht in Deckung. Na gut. Kommen wir mal weiter. Söldner! Ein Nachzügler, er will Hilfe holen. Ja, er ist schon. Platzieren Sie hier einen Sequenzer. Platzieren Sie Tornator. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Ja, Sir. Wir müssen zu diesem Kraftfeldregler. Konföderation. Je schneller Sie ihn deaktivieren, desto weniger Droiden müssen Sie neutralisieren. Droiden sind jetzt noch einer unterwegs. Natürlich kann ich nicht runterspringen. Ja, auch zu einfach. Aber so kann ich es machen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, da wir diese Druidenkapsel beschleunigen. Achtung, Granate! Wie viele Abschüsse schreibe ich mir für einen Druidenträger auf? Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Alarm! Neuer Träger nähert sich! Bringen Sie den Speeder zum Laufen! Ob der Speeder noch funktioniert? Keine Ahnung, aber das Modell ist lebensgefährlich. Manöver abbrechen, Delta. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Roger, hole Bagdad. Brauche Deckung, Team. Mal ist rot, rot, grün oder rot, grün, rot. Ziele identifiziert. Ja, toll. Alles scharf, Boss. Wir sind im System. Schwere Geschütze. Nein, wir geben ihnen Deckung. Nichts passiert. Leichtdecke gesichtet. Deckung, Delta. Bin einsatzbereit, Delta. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen weiter zum letzten Hangar. Droiden aus dem nächsten Hangar dringen in diesen Sektor vor. Beeilung und verschwinden Sie, Dreier. Beeilung. Wir geben Ihnen Deckung. Bin unterwegs. Ach, Mann. Ich zwei hat erwischt, Häfli. Schärftastung negativ. Okay, ich mach's. Wir geben Ihnen Deckung. Sprengung stoppen, Delta. Audiosignatur geöffnet. Wir geben Ihnen Deckung. Feindkontakt. Dachte, hä? Hallo? Audiosignatur geortet. Geht das schneller? Moment. So. Dann lassen uns die Subkapitulier in Deckung. Registriergeräusch. Vorsicht vor dem Blaster! Audiosignatur geortet. Oh.
Eieiei. So, und hier ist noch ein Hangar-Depot. Dann wollen wir das auch mit machen. Gehe in Deckung! Achtung, Deltas! Alle Droiden im letzten Hangar sind einsatzbereit und verteilen sich über das ganze Schiff. Ich scanne die Systemdateien nach intakten Geschützen. Auf die leise Tür, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Umgebungseinheit platzieren. Deponiere Sprengsatz. Ich bin gleich fertig. Umgebungsmine platziert. Tür ist offen. Platziert sie eine Falle, Soldat. Aktiviere Detonator. Umgebungsmine platziert. Superdroiden. Tolle Technik, Sir. Delta Team, machen wir es von hier aus. Rücke zum Ziel vor. Waffe bereit. Moment. Droide Cass, Sie haben uns nicht gesehen. Die kommen zurück. Bereiten wir uns vor. Eine Droid. Sie kommen zurück. Lagebericht. Bagdad verabreicht. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Jo, das sind sie. Das war bitter fertig. Hallo? Okay, jetzt haltet ihr aber mehr aus als beim letzten Mal. Ja, noch mehr Droidikas, bitte. Sir, Sie sind mir im Weg. Oh, alter Falter. Die sind genauso nervig wie die. Holy shit. Alle Mann in Deckung bleiben. Delta 3, ziehen Sie sich zur Rückseite des Hangars zurück. Hintere Bereich. Ach du Scheiße. Hilfe. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Bin unterwegs. Eieieieieieiei. Ich kann den Aufzug nicht umprogrammieren. Das ist etwas in Ihrer Nähe müsste ein Terminal sein. Hacken Sie es und schicken Sie den Aufzug hoch. Metallmonster. Gott, ich habe keine Vision mehr. Delta, anders geschützt. Ich dachte, Sie fragen Nisa.
totale Umstrukturierung initialisieren. Roger, platziere Sprengsatz. Her mit den Feinden! Nur noch ein paar Sekunden. Ah, komm, mach. Boah, eine halbe Minute, ey. Ach du Scheiße. Und der ballert. Auf mich, aber ist egal. Ich hab ja Gott sei Dank die nicht öffnen kann. Ja, toll, jetzt kommen wieder Druidikas, das höre ich schon an den Schüssen. Aufzug ist unterwegs. Warten Sie, bis er da ist. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Gehe in Position. Der Druide ist Geschichte. Oh mein Gott, hier ist ja voll die Action los, ey. Ja, solange meine Teamkameraden auf die Druiden schießen, also. Deckung, Deltas. Achtung, Granate! Zurück, Deltas. Wir brechen auf. Druidekas! Oha. Dann zieht den Körper in Köpfe. Ja. Bin unterwegs, warte auf weitere Befehle. Das war's. Angriffsschiff gesichert. Oh. Lauft! Droiden, die sich zurückziehen? Ungewöhnlich. Wir entwischen uns! Die Situation gerät außer Kontrolle. Wo bleibt der Kreuzer? Wir können nicht auf Talbot warten. Wir müssen kämpfen. Team, rücken Sie zur Rückseite des Hangars vor und steigen Sie in den Aufzug. Ich bin ins Schwarze getroffen. Moment, ich schicke den Aufzug runter. Rex 2 muss nachladen. Folgen Sie dem Wartungstunnel. Er führt zu Ihrem nächsten Ziel. Verlassen Sie den Hangar. Alter, wenn das jetzt hier nicht so rumwackeln würde. Deckung! Vielleicht geht die Sache schief, aber das ist unsere einzige Chance. Der Tunnel führt zu einem der Turbolaser des Schiffs. Warum fliegen wir nicht einfach weg? Antrieb offline. Na klar. Oh Gott, hört sich an. Verlassen Sie Wartungstunnel. Ich hoffe, dass das jetzt gerade nur eine Explosion war, also so ein Geräusch, nicht, dass das wieder drüben Druide geortet.
Gemälde offline. Lade nach. Einer weniger, Boss. Oh, Alter, komm jetzt. Oh. Super Kampfschritt. Rumpfintegrität beeinträchtigt. Delta Team, machen wir es von hier. Konzentriere mich auf Ziel. 07 ist einsatzbereit. Rumpfintegrität liegt bei 75%. Alter. Ja, wie ein Rumpfintegrität liegt bei 50%. Das können wir wieder mal machen. So, ich glaube, das hat er. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Rumpfintegrität liegt bei 25%. Station 12B. Hier habe ich damals viele schöne Stunden verbracht. Sie müssen sich in alle drei Terminals hacken. Dadurch konzentrieren sich alle Geschütze des Schiffs auf das größte feindliche Ziel. Unbemannte Geschütze gegen einen Kreuzer? Wir können ihnen zumindest ein blaues Auge verpassen. Denen wird noch leid tun, dass sie sich mit dem Delta-Team angelegt haben. Oh Gott. Das wird ja jetzt lustig. Ja, wir haben es gleich. 15 Sekunden noch und nehmen. Feuer auf die Separatisten eröffnen. Die haben nicht vor aufzugeben. Und wir haben es. Delta-Berater, wenn Sie uns... Wir arbeiten daran, Captain. Waffen online. Eröffne Feuer. Stellung halten, Team. Das wird nicht lange dauern. Ihre Schilde brechen zusammen, wir sind erledigt. Wollen Sie mir nach? Was ist hier los? Es ist das Schlachtschiff. Ihre Droiden-Kontrollsysteme sind außer Betrieb. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Geh in Deckung. Erwarte Befehle. Danke für die Hilfe, Captain. Gern geschehen, Delta-Team. Niemand steht ein Schiff der Republik, wenn wir in der Nähe sind. Voll. Das Schlachtschiff zerstört. Entscheidende Entdeckungen. Es gibt Zeiten, in denen die Handlungen einer kleinen Gruppe von tapferen Soldaten den Ausgang eines ganzen Krieges beeinflussen können. Die Republik hat dem Delta-Team allerhand zu verdanken, da es Beweise über eine Allianz von Separatisten und Söldnern geliefert hat. Jawohl.
Ein Hilferuf von Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookies, erreicht die Republik. Die Trandoshana haben den Planeten angegriffen und organisieren einen grausamen Datenhandel. Der Gedanke an eine Allianz der beiden Parteien ist mehr als beunruhigend. Das kriegsmüde Delta-Team wird auf eine gefährliche Hilfe gesandt. Tag 785, Kashyyyk. Kashyyyk. Willkommen auf Kashyyyk! Dank der Daten, die Sie auf diesem Angriffsschiff fanden, ist die Beziehung zwischen der Republik und den Wookies sehr gut. Sie haben uns gebeten, Ihren Anführer zu finden, einen Wookie namens Starfall. Starfall hat jahrelang gegen die Trandoshanischen Sklavenhändler gekämpft. Vor zwei Tagen wurde seine Patrouille überfallen. Die Wookies dachten, er wäre tot. Wir haben aber eine Nachricht der Trandoshaner abgefangen. Starfall wurde gefangen genommen. Sie müssen dort verdeckt eindringen. Er lebt noch und wird in einem Sklavenlager hier auf Kashyyyk festgehalten. Diesmal ist wenigstens das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Viel Glück! Die Rettung von Tafool. Für diese Mission wurden die Kommandos der Republik ausgebildet. Schnell, heimlich und gefährlich. Ihre überraschenden Verbündeten Furchteinflüsse. Krieger. Ihr Ziel ist der gefangene Anführer Taf. Das Lager der Trandoshana ist ein paar hundert Meter südlich von hier. Wir wissen nichts über die Defensivsysteme des Lagers. Gehen Sie also vorsichtig vor. Hoffentlich geben Sie nicht auf. Ja, meine Lieben, aber bevor es hier weitergeht, höre ich erstmal wieder auf mit der Aufnahme. Und ja, wir haben einiges wieder geschafft. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch wieder, dass ich wieder aktiv wieder aufnehmen kann. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme von Star Wars Republic Commando. Bis bald, mein Lieben. Tschüssi.